Mein Name ist Melat Isaac Kejeta. Ich komme aus Äthiopien. Ich habe einen Verein gehabt und dann habe ich danach ein bisschen mit politischen Problemen. Ich bin als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Das war eine ganz schwierige Zeit. Laufend, das ist wie mein Leben. Aber man kann da kann vergessen, was war. Wir trainieren in Kassel und mein Trainingsfeld dreht aufeinander. Also ich bin in Hamburg, das ist mein gefundenes Straßlauf. Nach zwei Wochen habe ich die Gesetz geändert. Also die Einbürgerung nicht haben, können nicht die Wettkampf mitmachen. Ich war traurig, echt. 2019 April habe ich die Einbürgerung bekommen. Ich bin nach Kitepe und meine Mama gesehen. Weil lange gesagt habe ich eine ziemlich gesehen und bin in Berlin gelaufen. Das war meine erste Marathon. Ich habe ganz hart gearbeitet dann. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich würde gerne in den Top 10 laufen, wenn ich mal gucken, was kommt.